Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie heute zu dem Thema Durchfall. Durchfall wird häufig benutzt, dieser Begriff, und oftmals falsch. Denn der Durchfall, so wie er im Medizinischen gebräuchlich ist, dieser Begriff, bezeichnet häufigen wässrigen Stuhl mehr als 4 bis 6 Mal am Tag. Ich höre allerdings in meiner Sprechstunde den Begriff Durchfall oft, weil man damit sagen möchte, dass ein Stuhl eine durchfällige Qualität hat, also deutlich weicher ist und etwas mehr stinkt als normalerweise. Und das ist im strengen Sinne eben kein Durchfall, sondern da wäre dann die Bezeichnung durchfälliger Stuhl das Bessere. Das hat eine große Bedeutung, denn ein Durchfall kann dazu führen, dass ein Mensch Probleme dadurch bekommt. Der Durchfall führt zum Verlust von Flüssigkeit. Und wenn diese Flüssigkeit und damit verbunden auch die Salze, die Elektrolyte, nicht in ausreichender Weise wieder von oben nachgeführt werden können, dann kann es durchaus zu Problemen kommen. Das ist das Problem beim Brechdurchfall. Man kann aber auch durchfällige Stühle und Durchfall bekommen, ohne dass man richtig krank ist. Und dazu dient dieses Video, dass Sie das differenzieren können. Eine Durchfallerkrankung geht einher mit einer verstärkten Bewegung des Darmes. Das führt zu Koliken, das führt zu Schmerzen. Also durchfällige Stühle mehr als 4 Mal verbunden mit Schmerzen ist eine Durchfallerkrankung. Und sie kann ausgelöst werden durch verschiedene Ursachen. Am häufigsten natürlich durch Darmgrippeerreger, aber auch verdorbene Lebensmittel oder auch die Unverträglichkeit von Lebensmitteln, von Nahrungsmitteln können zu Durchfall führen. Die Therapieprinzipien bei einem gestörten Darm sind eigentlich logisch. Es geht darum, den angeschlagenen Darm zu schonen. Und das passiert am einfachsten, indem man gar nichts gibt. Es ist tatsächlich so, dass wenn der Darm krank ist, man oft auch gar keinen Appetit hat. Und dann ist es sinnvoll, dass Eltern das respektieren, wenn ein Kind im Zuge einer Durchfallphase nichts zu sich nehmen möchte. Manchmal ist es besser, wenn man nichts zu sich nimmt, als das Falsche. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Was ist denn richtig? Wenn ein Kind Hunger hat bei Durchfall, dann macht es Sinn, ihm das zu geben, was der Darm auch leicht verdauen kann. Und nicht unbedingt das, wonach dem Kind ist. Es ist wahrscheinlich logisch und für jedermann verständlich, dass, wenn man eine Durchfallerkrankung hat, es nicht sinnvoll ist, Pommes zu essen, nur weil das Kind es mag. Hat man einen starken Durchfall, also mehr als 6 wässrige Stühle am Tag, ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass man auch ausreichende salzige Flüssigkeit zu sich nimmt. Am einfachsten sind diese Elektrolytlösungen. Sie schmecken allerdings den meisten Kindern nicht gut, sodass sie nicht schlucken. Man muss dann Alternativen suchen. Eine Gemüsebrühe-Suppe zum Beispiel ist ein ganz guter Ersatz und eine Möglichkeit dazu. Die Austrocknungsgefahr bei einer Durchfallerkrankung wird verstärkt, wenn gleichzeitig auch noch Erbrechen vorliegt. Dann kann man das ja nicht ersetzen, was fehlt. Und wenn auch noch Fieber dabei ist. Und dann ist es besonders wichtig, dass man um die Austrocknungszeichen weiß. Ein austrocknender Mensch wird müde, wird apathisch. Er hat im Bauchbereich stehende Hautfalten, wenn man eine solche Hautfalte am Bauch bildet. Der Mund ist trocken und die Windel in der Regel auch über 12 Stunden lang trocken. Das sind Zeichen für eine Austrocknung und dann spätestens ist eine wahrscheinliche Infusionsbehandlung erforderlich. Aber umgekehrt brauchen Sie keine Angst vor Austrocknung haben, wenn lediglich durchfällige Stühle bestehen, die Kinder aber sonst in einem ordentlichen Allgemeinzustand sind. Vor allem aber, wenn sie dabei trinken und zum Beispiel eine Suppe essen.
Es ist sinnvoll, bei einer Durchfallerkrankung davon auszugehen, dass sie ansteckend ist. Und deshalb ist die Hygiene der Hände eigentlich wie immer, aber in diesem Fall ganz besonders wichtig. Und zwar genügt es nach dem Saubermachen, die Hände mit Seife und Wasser, gegebenenfalls auch mit einer Bürste, die Fingernägel intensiv zu reinigen. Wunden Po. Der wunde Po kommt bei mir in der Sprechstunde sehr häufig vor. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Natur nicht vorgesehen hat, dass wir als Babys Windeln tragen. Der Scharlach oder die Angina, was die beiden Begriffe miteinander zu tun haben, das werden Sie gleich verstehen. Der typische Fall, mir wird ein Kind vorgestellt, im Kindergarten oder in der Schule ist Scharlach und dieses Kind klagt über Halsschmerzen und es wird mir in der Sprechstunde vorgestellt und ich sehe ein Kind mit einer Halsentzündung.